Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Path of Exile. Jetzt mit dem Charakter, den ich im vorigen Part schon gesagt habe. Er sei sehr gut und jetzt mache ich ihn, den Ice Shot Ninja. Shadow. ich habe ja gesagt, ich werde einen Duellist machen, aber das ist nicht nötig, der Shadow ist viel besser, weil wenn wir 100% Konvertierung auf Eisschaden haben, dann nützt eigentlich physische Angriffsstärke nicht mehr so viel. Deshalb gehen wir im Baum jetzt zuerst einmal hier nach oben und machen hier das Eis und die Auren. Dann gehen wir hier runter, machen Pierce und Akrobatik mit Phase-Akrobatik. Und dann gehen wir hier auf Blastradius und hier oben auf Breath of Rhyme und Health of Ice. Darüber und hier runter noch. Das vielleicht ein bisschen früher, mal schauen, wie es sich so tut, weil hier sind noch viel Life und so, Mana. Eventuell dann auf Crit, aber ja, es sind leider schon sehr viele Punkte verteilt. Ich könnte hier noch die zwei nehmen, aber das ist jetzt nicht nötig. Wir machen schon mehr als genug Damage. Was machen wir denn für einen Damage mit dem Ice Shot? 168 mit dem Split Arrow auf Level 1, nicht mit dem Split Arrow, mit dem Lesser Multiple Projectiles. So machen wir 240. Und das habe ich davor gehabt. 269, also richtig viel Damage. Added Cold Damage. Aber wir nehmen Lesser Multiple Projectiles. Und hier haben wir noch den Burning Arrow, der auch viel Damage macht. Für Einzelangriffe. So, und was ich jetzt meine, wieso es so stark ist. Alleine ist... Ja, ohne dass wir Ice killen und so, ist Ice Shot richtig schwach und langsam. Aber ich bin schnell, ich habe schnelle Handschuhe. Also mit 30, allein die Handschuhe habe ich nicht mehr, aber zum Beispiel hier mit Attack Speed 5% und hier 12% und hier 10% Attack Speed. Ist genug schnell, mit Split Arrow genug Reichweite und dann mit Blast Radius noch mehr Reichweite. Also, ich zeige es euch, wie die Spinnenkönigin stirbt. Das ist einfach cool, das ist doch besser als der. Also, ich schau einfach mal kurz. Sie brennt, sie ist eingefroren, sie haut ab. So soll sie wiederkommen und schon ist sie down. Also es ist Wahnsinn. Es ist natürlich jetzt schwach wegen dem Split, Lesser Multiple Projectiles. Aber ja, gegen Bosse muss ich dann noch etwas Ding. Ja, wie ich ihn am besten besiegen kann. Was ich nur umnehme, ist Split Arrow und ihn dann mit Fluch nach Kill oder so etwas besetzen. Und dann ja, habe ich dann immer wieder Fluche mit dem Split Arrow, kann ich fluchen mit Lower Cold Penetration, also wie es heißt, muss ich kurz schauen. Wir haben ihn gleich nicht hier, aber wir haben, also es gibt so einen Fluch, den Ice Damage, also dass die Gegner empfindlich gegen Ice Damage sind. Und der ist auch recht geil. So. Was machen wir jetzt? Gibt es neue Items, die wir tragen können, wo besser sind? Nö. Ja, dann wählen wir einfach weiter. Hier, den habe ich neu gefunden. Heidi Spite hatte ich schon mal. Ich weiß jetzt nicht genau, wo er ist, aber er müsste irgendwo sein. den können wir dann auch ausrüsten.
Und jetzt benutzen wir noch ein Orb of Trench auf den Ring. Ach, leider Schrott. So. Gut. Hello. Den machen wir hier rein. So. Ja, der muss noch ein bisschen leveln, der macht 30 weniger Damage. Okay. Also, wir sind schnell wieder beim Endboss hier im Nacht 2. Aber eben der andere ist viel zu langweilig und zu nervig. Das dachte ich mir schon, weil ich nicht so viele Items habe für ihn. Und hier schon wieder ein Ding. Aus einer Strongbox, rare Strongbox wurde. Kam einer raus und jetzt hier wieder. Und Ende Akt 1 war auch einer. Ich bin recht schnell durchgerusht. Und der hat nie Probleme, der Charakter. Jetzt hat er wegen dem Damage ein bisschen Probleme. Dafür hat er viel mehr Reichweite. Und das freut mich. So, zwei Hit mit dem Feuer-Ding. Ist auch leicht. Der andere brachte ja mehrere Hits. Ja, ist schon viel stärker, also dank dem Köche, also der Köche ist so geil. Da 9% Chance to freeze, alleine vom Köcher, einfach noch cool. Und 20% Physical Damage Converted to Cold Damage, hier auch 25%. Und das heißt eigentlich, wir machen nur Cold Damage. Ein bisschen noch. 2 bis 6 physischen Damage machen wir noch. Okay. Das ist geil. Das ist cool. Schaut, wie das eigentlich geil aussieht. Nur die Schüsse. Ja, sie sind zwar ein bisschen schnell, aber sie sehen richtig cool aus. Man sieht zwar nicht mehr so gut, aber... Die haben so ein... Ja, sind halt so ein bisschen Kälte verkrustet. Die Pfeile. So, ein bisschen Defensive brauche ich noch ein bisschen. Oder die Gegner machen einfach momentan viel Damage. Ja, ich bräuchte eine bessere Rüstung langsam. Muss ich gucken, ob ich noch eine habe. Sonst ist ab Level 6, 8, 38 eine Kälte-Rüstung. Die zwar Kälte Defensive hat und nicht Angriff, aber dafür auch viel Defensive. Aber mit Akrobatics und Phase-Akrobatics brauche ich dann auch gar nicht mehr so viel Armor. Weil es ja verringert wird. So, schaut mal an, wie wir vorwärts kommen. Das ist einfach nur genial. Ah, oh, endlich mal ein Bild, der richtig schnell ist. Der ist die ganze Zeit gefroren gewesen hier und ganze Zeit gefroren. Das ist einfach nur genial. Und so langsam mache ich auch wieder mehr Damage. Und im anderen Gebiet sind sie einfach ein bisschen zäh. Nerv nicht. Und das war ein bisschen asynchron. So. Der Bild ist auch gut, weil er immer einfriert und so. Braucht er nicht ganz so gute Defensive. Und ja. So, wir gehen jetzt nach oben. Zu Written in Blut. Dann hier. Fighters, Fingers of Frost. Und Influence. Und gehen dann hier oben durch. Zu diesen. So. Mal schauen, wenn ich Phase Akrobatics brauche. Ja, sollte mir eigentlich schon vor Dominus machen. Je nachdem.
So, wir müssen noch zu Anya, oder wie sie heißt. Aalia. Keine Ahnung mehr. Wo ist sie denn? Das ist ein Buch. Ah ja, ein Letter. World Screen. Wo kann man die große Map machen? Ja, komm, lassen wir es. Wir finden sie schon. Ach so, genau. Ja, da oben. Okay. Wie wir die einfach mal fernhalten können. Gehen wir kurz hier rein. So. Ah, schau das mal. Alles voller Reis. So. Ja, jetzt geht's deutlich besser wieder mehr. So macht ein Action-Rollenspiel Spaß und nicht anders. Soll richtig OP sein. Ohne Mana sorgen. Den anderen werde ich vielleicht später dann weitermachen. Oder... ja. Keine Ahnung. Weglegen. Aber es ist momentan richtig. Also, wenn wir dann Items haben, am besten. Bevor wir dann noch Dinge umsteigen auf... also, wenn das Ring rauskommt, der Awakening Add-on. Dann mache ich ihn vielleicht noch ein bisschen weiter. Ja, es ist sehr asynchron momentan. So. Eine Brigandine. Den Spirit macht wieder was. Beschwert hier. Die Untoten wieder. Ja, okay. Hauen wir ab. Der beschwert nur die... also der macht Geisterbilder davon. Und die geben weder Erfahrung, noch sind sie sinnvoll. Droppen sie irgendwas? Sie droppen nichts, gar nichts. So. Wieso bekommt er keine ja, ein bisschen bekommt er... ja, wir müssen unbedingt in die höhere Schwierigkeitsgrade langsam. Deshalb möchte ich den Charakter hier auch so schnell wie möglich nach oben bringen. So. Jetzt laggt sogar ein bisschen. Schaut mal dieses gefrorene Teil an. Die sind auch easy geworden, also. Die haben ja mal null Chance. Die werden sofort eingefroren. So, wie heißt sie? Aalira. Okay, Aalira. Das ist ein bisschen komplizierter Name. Wir brauchen etwas, was Damage macht. So. Das haben wir auch. Ding haben wir aufgemacht, oder? Ja. Der Eingang. Gut. Noch eine Belohnung abholen. So, wir müssen zuerst hier unten durch. Ja, hier ist es jetzt nicht ganz so wichtig. Ja. Dann gehen wir... Frenzy nehmen wir auch nicht, oder? Wir gehen so trotzdem bei Frenzy durch. Life Leech brauchen wir eigentlich nicht. Ja. Wir gehen bei Frenzy durch.
Ist am schnellsten. Nicht schlecht. Ja, will ich nicht nehmen. Ich nehme durch eigentlich fast nie mehr. Weil, kritisch wird sowieso genervt. Kein Live-Ding, Mana-Ding. 15% vom Live absaugt. Ne, danke. So, Dele. Shockwave-Toten machen wir hier rein. Und haben wir neue Items. Der ist ab Level 32. Das haben wir noch längere Zeit nicht. Gibt's einen anderen Bogen? Wir brauchen langsam Damage. Wir brauchen Damage, Damage, Damage. Wir brauchen Damage. Ja, was haben wir denn Schönes? Das ist 10% live. Ne, die zwei sind nicht gut. Hier haben wir leider auch nichts Gutes. Okay, den hier. So. Ja, leider sonst nichts. Ach komm. Shivers. Ja, wir haben das Buch, oder? Haben wir ja. Haben wir gelesen. So. Und jetzt müssen wir hier nach rechts gehen. Das wisst ihr ja hoffentlich schon. Da können wir richtig gut durchrushen. Holen aber zuerst noch die Belohnung. Also nicht die Belohnung, sondern den Bandit töten wir. Hallo? Meint nicht das nehmen. Weg damit. So, als durchrushen. So, Frenzy. Ah, schön. Es sieht schön aus. Es sieht richtig schön aus. Dich lasse ich jetzt mal aus. Nein, da habe ich jetzt nicht keinen Bock. Okay, dann mache ich es halt. So ein bisschen einfach in meiner Flugbahn. So. Oh, habt ihr den Crit gesehen? Also mir hat es gerade in den Ohren wehgetan. Ich weiß nicht genau, wie laut es bei euch war. Aber sicher auch laut. Sonst müsste ich die Box ein bisschen hochstellen, weil ich kann es nicht lauter machen. Sonst gehen meine Ohren noch kaputt. Aber ihr könnt vorstellen, das ist über 150 Dezibel laut bei mir. Weil ich nicht meine Kopfhörer, also mein Headset nicht leiser stellen kann. Weil es schon bei 1% ist. Und das ist ein bisschen frech. Deshalb möchte ich so schnell wie möglich ein neues Headset und ein Mikrofon, Standmikrofon für bessere Qualität. Ja. So. Gut. Dann gehen wir weiter. Ab dieses Geh. Nur kurz um die Ecke und ihr schlagt eigentlich eine riesen Schneise durch die Gänge. So richtig defensiv. So. Ohne dass man etwas in Defensive machen muss, ist der Charakter defensiv wie dieser. Also wenn man so viele Einfrierungschancen hat.
Das ist schon geil. So. Hier ist es sowieso immer leicht. Mit so viel Aue. Und dann, wenn wir dann 5 Pfeile haben, oder sogar 6 Pfeile, 7 Pfeile durch den Bogen, ja, bekommen wir eigentlich eine richtige Aue. Dann kann uns niemand mehr stoppen. Also vielleicht Cold-Immune, aber dafür haben wir Ice Penetration dann. Jo. So, wir müssen zur zerbrochene oder eingestürzte Brücke. So. Hier habe ich immer den, dass man nicht so viele Gegner auf einmal trifft, aber mit dem trifft man eigentlich genug Gegner auf einmal. Und schau mal, auf Distanz halten kann man sie auch noch. Ah, ist das schön. Jetzt möchte ich noch kurz schauen, was für Damage wir jetzt machen. Okay, immer noch nicht so viel. Aber trotzdem haben wir schon viel Schaden an den Gegner. Ein Grund, wieso ich jetzt den anderen gestoppt habe, den anderen Charakter, und mit dem weitermache, ist auch, wir haben nachher eine Ebene, wo es Feuer im Nu, also recht feuerständer Gegner gibt, und da durchzugehen wäre eine Katastrophe, also wäre schon richtig hart. Und deshalb, ja, holen wir zuerst einmal ein paar Items und nehmen dafür diesen Bild, den Shadow mit dem Eisschott. So. Also. Noch ein bisschen schneller laufen. Und Kill Cratlin. Oh, mit Pierce, wo wir dann nehmen, wird das auch richtig hart. So, Delle. Das haben wir auch geschafft. Geht schnell, geht schnell. Und wir haben noch 6 Minuten. Gut. Curse nun müssen wir nicht werten. Wegschmeißen. Verkaufen. So, das auch. Weg damit. So, die Handschuhe haben wir schon 20%. Ja. Auch wenn sie nicht so gut sind, also nicht so gut ist, aber Cannot Be Shocked ist schon ein nices Teil. Attribut. So, haben wir jetzt etwas Neues? Denk nicht. Ja. Diese Rüstung meine ich Eistump. 150 Increased Chill Duration on Enemies. Da können wir also die Chill Duration noch extrem in die Höhe schrauben. Und hier ist wie immer nichts. 23, die kann ich mitnehmen. 26. So. Wir sind 21, okay. Brauchen wir noch einige Zeit, aber wir nehmen es schon mal mit. Und hier in den Crossroads machen wir weiter.
Der Charakter sieht schon richtig geil aus mit dem Köcher, mit dem besonderen Bogen, mit dem Trikorn. Und ja. Mir gefällt der richtig. Ich liebe sowieso Colt-Charaktere in solchen Spielen. Weil sie natürlich auch den Gegner verlangsamen oder sogar einfrieren. Bear-Trap. So. Und jetzt kommt wieder die Nerven. Der nervige Tempel. Noch 3 Minuten. Mache ich gleich nochmals ein Part. Hochlaufen. Bekomme gar kein Damage. Hier geht es nicht weiter. Da unten. Ja, eben gestern war ich so ein bisschen genervt und halt müde. Aber heute ist es schon wieder viel besser. Also wenn ihr mal seht, dass ich nicht so motiviert bin oder so etwas, es wird bald wieder besser, immer wieder bei mir. Weil ich ich muss mich sehr anstrengen im Sport, im Fußball. Und deshalb, also was ich manchmal trainiere, da hätten andere Leute 1000 Jahre Schmerzen. Weil, ja, ich kenne mich aus im Sport, ich kenne mich aus mit Muskeln. Ich bin sehr geübt in dem und deshalb geht es mir auch viel besser. Und ich weiß, was ich machen muss, wenn ich mal Muskelkater habe. Und das habe ich sehr oft. Das habe ich sehr oft. Und deshalb, ja. Bin ich halt momentan, ja, bin ich manchmal einfach nicht so da. Ja, genau. Hier oben ist nämlich der besondere Gegner. Der Plague Pinch. Wrench. Okay. Plague Wrench. Okay. Aber wo ist der Gang nach unten? Den möchte ich gerne haben. Schaut, wie die verlangsamt werden. Das ist einfach krass. Das ist krass. Hier ist nichts. Also das ist jetzt schon mein Lieblingscharakter. Mein Lieblingsbild. Auch wenn er noch nicht so stark ist, aber das wird er bald. Also hier scheinbar nichts. Ah, da oben ist er. Gut. Ah nein, das ist... Okay, machen wir das auch noch. Weil der muss extreme Erfahrung bekommen. Der gibt aber auch sehr viel. Ah, wir sollten ihn zurückbringen. Machen wir das? Die machen nicht so viel Damage, also wenn wir mal reingeraten. Im Höhenschwierigkeitsgrad machen die dann schon viel Damage. Diese Quest hatte ich noch nie, einen zurückbringen, einen Geist. Sonst muss ich ihn immer holen und dann zurückbringen. So. Ah. Zeit ist mir ein bisschen entwischt. Wollte ich nicht diesen Alarm noch hören lassen. So. Es ist gerade spannend.
Und wir haben es geschafft. Ja, er bekommt fast keine Erfahrung, also vielleicht 50 Erfahrung, weniger als 50. Jo. Also Dankeschön fürs Schauen. Bis zum nächsten Part. Tschüss.